Liebe Zuschauer, ich darf Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe des Hub Talks begrüßen. Im Hub Talk unterhalten wir uns mit innovativen Unternehmen aus dem Nordschwarzwald und möchten mehr über ihre digitalen Geschäftsmodelle erfahren. Heute darf ich ganz herzlich bei mir Herrn Markus Fiedler begrüßen, den Geschäftsführer der FIMAP GmbH aus Neubolach. Herzlichen Dank, Herr Fiedler, dass Sie heute Zeit für das Interview haben und im Digital Hub sind. Herr Fiedler, möchten Sie vielleicht vorab etwas über sich und Ihr Unternehmen erzählen? Ja, sehr gerne. Aber als vielen Dank für die Einladung. In der Tat könnte sich der ein oder andere ja fragen, was hat ein Unternehmen in der zweiten Generation, was es schon 30 Jahre am Markt gibt, hier in dieser Startup-Szene verloren. Mit inzwischen 34 Mitarbeitern fertigen wir Blechkomponenten für den Maschinenbau, für die Elektronikbranche und auch für die Medizintechnik und unter anderem auch Schaltschränke. Das für sich ist jetzt nicht besonders innovativ, könnte man denken. Und das stimmt auch. Aber auf den zweiten Blick kann man sehen, dass wir bei FIMAP mit unserer Cloud-Plattform Amario unser bisheriges Geschäft digital erweitert haben. Und plötzlich lösen wir uns heraus aus dieser bisher regionalen, aus diesem regionalen Kundenkreis. Und sie werden deutschlandweit, ja sogar im gesamten Dachbereich, als Problemlöser für Schaltschränke wahrgenommen. Sie haben mit Amario die weltweit einzig automatisierte Lösung für Schaltschränke entwickelt. Was bringt Amario für einen Mehrwert Ihrem Kunden und Ihrem Unternehmen? Genau genommen sind es drei Vorteile. Der erste Vorteil ist die enorme Zeitersparnis. Grundlage des Systems ist das digitale Modell eines Schaltschranks, der digitale Zwilling. Damit versetzen wir einen Anwender in die Lage, den gesamten Prozess vom Design eines Schaltschranks bis hin zur Bestellung komplett selbstständig durchzuführen. Somit spart er die bisherigen aufwendigen Schritte durch die einzelnen Abteilungen hindurch. Der zweite Vorteil ist eigentlich überhaupt die Tatsache, dass es sich einen Schaltschrank komplett individuell in der Cloud zusammenstellen kann oder selbst designen kann. Und das 24/7 rund um die Uhr. Und er muss nicht mehr wie früher irgendeinen Standard kaufen und diesen aufwendig nacharbeiten. Der dritte Vorteil ist die verkürzte Lieferzeit. Durch die digitalen Prozesse auch hinein in unser Unternehmen, also die Daten aus der Cloud, die werden automatisch zum Auftrag kopiert und es werden automatisch CNC-Programme erzeugt. Durch diesen Prozess sind wir in der Lage, jedes Produkt aus dem Konfigurator innerhalb von 10 Arbeitstagen liefern zu können. Immer mehr mittelständische Unternehmen haben Probleme oder Schwierigkeiten, mit den schnellen Marktveränderungen im Zeitalter der Digitalisierung mitzuhalten. Was machen Sie konkret, um mit den rasanten Entwicklungen Schritt zu halten? Der Schlüssel zum Erfolg dabei sind die Menschen. Technologisch ist nämlich fast alles möglich. Aber es ist eine Frage der Unternehmenskultur, ob die Technologien auch angewandt werden. Sehr wichtig dabei, finde ich, ist die Weiterbildung. Die Idee ist ja nicht alt, aber lebenslanges Lernen ist wichtiger denn je für jeden von uns. Die andere Dimension sind meiner Meinung nach eben die disruptiven Entwicklungen, die es gibt. Eben, dass alte Geschäftsmodelle, die jahrzehntelang funktioniert haben, plötzlich durch andere, durch neue, durch digitale ersetzt werden. Und da ist jeder Unternehmer in der Verantwortung, darüber nachzudenken, welche Entwicklungen sein Geschäft schädigen können oder mit welchen Entwicklungen er sein Geschäft weiterbringen kann. Jeder kann sich die Frage stellen, was steckt eigentlich genau hinter meinen Produkten? Welche Bedürfnisse löse ich und was steckt genau dahinter? Wir brauchen ja zum Beispiel auch keine Autos, wir brauchen individuelle Mobilität. Wichtig ist es also, über den Tellerrand hinauszuschauen. Und dabei kommen meiner Meinung nach eben die Netzwerke ins Spiel. Netzwerke wie das Digital Hub, wo wir uns mit neuen und frischen Ideen inspirieren lassen können. Was sind Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen für Unternehmen im Zeitalter der Digitalisierung? Ich denke, da geht es den Unternehmern genauso wie vielen anderen Menschen. Jeden Tag gibt es neue Informationen, neue Ideen und neue Marktinformationen. Da herauszufinden, welches die wichtigsten sind, wird in unserer VUCA-Welt immer schwerer. Und gleichzeitig wird es immer wichtiger, die richtigen Entscheidungen zu treffen oder auch nicht zu treffen, weil die Komplexität stark zugenommen hat. Meiner Meinung nach geht es nur mit einer starken Vision und klaren Werten, weil diese geben Stabilität und Sicherheit im Unternehmen. Es geht darum, möglichst viele Menschen im Unternehmen für die neuen Ideen zu begeistern, um damit auch möglichst viele kompetente Mitstreiter zu haben, um die neuen Ideen zu realisieren. Mich freut es immer sehr, wenn ich Sie auf Veranstaltungen im Digital Hub Nagold sehe. Was für eine Bedeutung hat der Digital Hub Nagold für Sie und für die Unternehmen der Region? Also mir geht es dabei um Inspiration. Ich finde es besonders spannend, immer zu sehen, wie die Menschen an Herausforderungen, an Probleme herangehen. Insbesondere finde ich es interessant zu sehen, wie Probleme in fremden Branchen gelöst werden. Und da frage ich mich immer, was kann ich daraus lernen? Ich bin froh, dass mit dem Digital Hub eine Plattform entsteht, wo Zukunft aktiv gestaltet wird und wo wir uns über neue Ideen austauschen können.
Das Prinzip habe ich im Silicon Valley kennengelernt. Dort treffen sich die Startups zum Beispiel bei Startup-Pitches. Und die CEOs und Mitarbeiter von diesen Startups, die diskutieren ganz offen und frei über ihre Ideen. Zum Beispiel hat mir da der CEO von Zendrive erzählt, dass sie an einem Problem dran waren und einfach nicht weitergekommen sind. Auf so einem Startup-Pitch hat er dann den leitenden Mitarbeiter von Google getroffen und er hat ihm gesagt, sie sind an dem gleichen Problem dran und die haben einfach gesagt, wir machen das gemeinsam. Und ich würde mich freuen, wenn wir hier mit dem Digital Hub uns gemeinsam vernetzen, die besten Ideen zusammenbringen und so auch die Region Nordschwarzwald voranbringen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview und freue mich natürlich, dass wir gemeinsam als Sie, als Kooperationspartner des Digital Hub, die Region Nordschwarzwald voranbringen und auch wettbewerbsfähig halten im Zeitalter der Digitalisierung. Ich freue mich auch ganz besonders, wenn wir uns bald wiedersehen werden bei der nächsten Veranstaltung Digital Hub. Ja, prima. Also mein Dank gilt Ihnen, weil ich finde es einfach toll, mit welcher Leidenschaft Sie das Thema Digitalisierung hier bei den Unternehmen in der Region schon vorangebracht haben. Und mit Sicherheit werden wir uns wiedersehen, entweder hier am Digital Hub oder auch bei uns in Neubulach.